Ich habe ehrlich gesagt ein paar Tränchen verdrückt, weil ich das so toll fand. Crazy as fuck. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt gerade hier sitze und dieses Video noch drehen kann, weil mir das irgendwie ganz wichtig war. Ich habe selber über das Thema hier auf YouTube nicht so viel gefunden, besonders nichts Deutschsprachiges und wirklich Aufschlussreiches. Denn es geht darum, dass bei mir ein Kaiserschnitt durchgeführt werden muss aus gesundheitlichen Gründen. Ich werde euch am Ende dieses Videos mal verlinken, ein Video, wo ich euch genau erkläre, warum. Ich habe vorher zweimal spontan und ambulant entbunden, weil ich sehr viel Wert auf meine Psyche lege und mich immer sehr wohl zu Hause fühle und diese Krankenhausatmosphäre und alles, was dazugehört, für mich eigentlich ja, mit Geburt eigentlich nicht so viel zusammenhängt. Trotzdem habe ich auch nicht genug Eier für eine Hausgeburt. Also ich bin so ein Mischmasch. Ich bin auf jeden Fall sehr, ja, sehr auf die Bindung fixiert. Und die Vorstellung, einen Kaiserschnitt zu bekommen, war für mich erstmal grausam. Jetzt wurde mir angeboten in dem Krankenhaus, wo ich auch schon zweimal entbunden habe, dass bei mir eine Kaisergeburt durchgeführt wird. Diese Kaisergeburt ist im Endeffekt ein Kaiserschnitt, aber der Kaiserschnitt wird auf eine andere Art und Weise durchgeführt und es werden ein paar Dinge berücksichtigt, die einfach den Kaiserschnitt, so gut es eben geht, an eine normale Geburt anpassen. Und ich möchte euch jetzt hier mal erzählen, wie diese Kaisergeburt geplant ist. Noch ist sie ja nicht durchgezogen, aber ich möchte gerne so einen Vergleich haben, wie es denn im Endeffekt dann wirklich gelaufen ist. Also ihr bekommt auch noch einen detaillierten Geburtsbericht, wenn es denn soweit ist. Ich weiß gar nicht, wann dieses Video online kommt. Es kann sein, dass ich genau dann, wenn das Video online kommt, schon im OP liege. Ich werde natürlich die Kamera mit ins Krankenhaus nehmen und mal gucken, wie weit ich filmen kann. Also, ich hatte letzte Woche den Termin zur Geburtsplanung und da wurde mir vom Oberarzt ganz genau erklärt, wie diese Kaisergeburt ablaufen soll. Ich habe ehrlich gesagt ein paar Tränchen verdrückt, weil ich das so toll fand und weil mir dadurch die größten Ängste, die ich eigentlich wegen einem Kaiserschnitt habe, genommen wurden. Es hat mich richtig gerührt, besonders auch, weil der Oberarzt so richtig Feuer und Flamme war. Der dachte jetzt eigentlich, er müsste mich davon überzeugen, eine Kaisergeburt zu machen, aber es war überhaupt nicht so. Ich war wirklich mit Herzchen in den Augen und dachte, oh mein Gott, ja, Mann! Also ich bin Kinderkrankenschwester und habe in der Ausbildung ganz viel auch im Kreissaal und auf der Wochenstation verbracht und da habe ich ganz, ganz viele Kaiserschnitte miterleben dürfen, eben von der anderen Seite des Tuches. Und deshalb weiß ich, wie so ein Kaiserschnitt eigentlich abläuft. Natürlich freut sich jede Mutter da auf ihr Kind, aber es hat schon was sehr Steriles, Ungemütliches, Kaltes, Unnatürliches. Und wenn das eben nötig ist, dann ist das eben nötig. Und dann muss das so sein, dann kann man da auch nichts gegen tun. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, das ein bisschen schöner zu gestalten, informiert euch auf jeden Fall mal auf Google oder so darüber, ob es Kliniken gibt in eurer Umgebung, die so eine Kaisergeburt durchführen. Folgendermaßen. Zuerst einmal wird man ganz normal vorbereitet, man bekommt eine PDA gelegt, man bekommt einen Blasenkatheter gelegt und es wird ein Tuch gespannt. Und man liegt eben in diesem OP-Raum. In dem Kreissaal, wo ich jetzt entbinde, haben die den OP-Raum komplett umgestaltet. Ich habe ihn noch nicht gesehen, er hat mir das jetzt nur erzählt. Also es soll nicht mehr aussehen wie ein OP-Raum, es soll gemütlich gestaltet sein. Und wenn man dann soweit vorbereitet ist, kommt der Partner dazu, oder je nachdem, wen man da dabei haben möchte. Der muss sich natürlich OP-Kleidung anziehen. Der sitzt dann am Kopf
bei einem und kann einem Händchen halten. Und sobald die PDA wirkt und man ja, keine Schmerzen mehr spürt, geht das Ganze los. Es beginnt wie ein ganz normaler Kaiserschnitt. Es wird ungefähr so ein großer Schnitt ja, dargesetzt, wo ungefähr so die Bikini, der Bikini zu Ende ist. Dann ist der erste Punkt, wo es anders läuft. Normalerweise, wenn der Arzt das Kind sieht, wenn der Bauch und die Fruchtblase halt durchtrennt sind, greift der Arzt mit beiden Händen rein und zieht das Baby raus. Jetzt bei der Kaisergeburt ist es so, dass er mit einer Hand nur das Köpfchen nimmt und dann zu der Frau sagt, sie soll mitpressen. Und es wird sich ein bisschen Zeit genommen und das Kind wird quasi, das ist ähnlich wie bei einer spontanen Geburt, ja, langsam quasi geboren wird. Das wird dann natürlich mitgeschoben, weil man nicht aus eigener Kraft, kann man das Baby nicht aus seinem Bauch rausdrücken, aber es wird langsam gemacht. In dem Moment wird das Tuch ein Stückchen gesenkt, nur so weit, dass man genau sieht, wie sein Baby geboren wird, aber nicht so weit sieht, dass man in seinen Bauch reingucken kann oder sonst was, ne? Der Partner, also ich dachte erst, ich habe immer den André angeguckt und dachte, er sagt gleich, oh mein Gott, nein, nein, nein. Aber der fand das total gut. Wenn ihr einen Partner habt, der das jetzt ganz schlimm finden würde, der kann immer noch einfach nur euch ins Gesicht gucken oder woanders hingucken, aber er fand das auch total gut. Also das Tuch ist dann unten, man bekommt den Moment, in dem das Baby geboren wird, mit. Man sieht den ersten Schrei. Bei einem normalen Kaiserschnitt hört man nur den ersten Schrei hinter dem Tuch und bekommt dann das Baby einmal so erstmal kurz gezeigt. Und dann wird es in einen Nebenraum gebracht zur Untersuchung. Bei der Kaisergeburt ist das nicht so, sondern das Kind wird sofort der Mutter auf die Brust gelegt, wie bei einer natürlichen Geburt auch. Da man da so ein bisschen festgeschnallt oder fixiert ist mit ja, Pulsoximeter und Infusion und sonst irgendwas, ist das ein bisschen schwierig, sein Kind selbst zu halten. Deswegen bekommt man vorher ein sogenanntes Bonding-Top an. Das ist wie so ein Röhrentop. Und die Hebamme stopft einem das Neugeborene dann so drunter, dass es hier so fest ist. Also man muss keine Angst haben, auch wenn es einem irgendwie schwummrig wird oder so, dass einem das Kind runterfällt. Das ist so schon mal eine Sache, die hat mir so viel Angst genommen, weil diese Situation, dass das Kind erstmal woanders hinkommt, die ist für mich so unnatürlich bei einer normalen Geburt, wenn das Kind jetzt keine Auffälligkeiten natürlich irgendwie zeigt, wird mir ja auch nicht sofort das Kind weggenommen, sondern erst irgendwie 2 Stunden später. Wenn die das Kind natürlich rausholen und sehen, es stimmt irgendwas nicht, dann muss es natürlich erstmal untersucht werden. Dann ist es natürlich auch klar, dass ich das unterstütze. Aber ansonsten möchte ich natürlich, dass es zu mir kommt. Also ich habe total keine Luft, aber ich bin auch aufgeregt bei dem Thema und ich könnte auch ständig anfangen zu heulen. Was auch anders ist, ist, dass wenn bei einem normalen Kaiserschnitt wird eigentlich sofort vom Arzt die Nabelschnur durchtrennt und das Kind wird weitergegeben. Bei der Kaisergeburt wird die Nabelschnur noch dran gelassen und es wird gewartet ungefähr 2-3 Minuten, bis die auspulsiert ist. Das wurde bei meinen anderen beiden Kindern bei der spontanen Geburt auch so gemacht. Man fühlt einfach an der Nabelschnur, pulsiert die noch, pumpt die noch Blut aus der Plazenta in das Kind und erst wenn sie auspulsiert ist, dann wird die durchtrennt. Das ist eine ganz tolle Sache, die ganz viele Hebammen gar nicht so durchführen, weil in der Plazenta ist ganz, ganz tolles, wichtiges Blut, was ganz, ganz wichtig ist fürs Immunsystem und das wird nochmal reingepumpt in das Kind. Wenn es dann auspulsiert ist, durchtrennt nicht der Arzt die Nabelschnur, sondern der Papa hat die Möglichkeit. Dazu muss der Papa sich aber, weil das so alles so eine semi-sterile Sache ist dann da im OP, einmal kurz einen sterilen Kittel anziehen und ich finde jetzt so, Nabelschnur durchschneiden ist jetzt für mich nicht so ein großer Punkt. Also da hätte ich jetzt gesagt, das musst du nicht machen, André, ne? Wenn du dich da irgendwie komisch fühlst oder so im OP, dann mit dem Skalpell da durchzuschneiden oder so. Da hat er gesagt, auf keinen Fall. Ich kann nicht dem Dritten erzählen, dass ich bei beiden die Nabelschnur durchgeschnitten habe, nur bei ihm nicht. Also er wird das machen, sofern er nicht irgendwie vorher schon umgekippt ist.
Und die ganze Zeit ist das Kind bei mir. Wenn die Nabelschnur durchtrennt ist, wird das ganze Tuch wieder hochgefahren. Und der Moment, wo dann eben das Tuch wieder oben ist, dann fängt das Zunähen an. Und im Normalfall, bei einem normalen Kaiserschnitt, kommt eben auch die Situation, wo ich am meisten ja Angst vor hatte. Und zwar verlässt normalerweise der Papa mit dem Baby den OP-Saal und wartet im Kreissaal und macht da, ja, kuschelt da schon mal. Und man selbst wird halt eben so 20 bis 40 Minuten im schlimmsten Fall genäht, wird dann umgelagert und wird dann hingebracht in den Kreissaal zu seiner Familie. Klar ist das Baby da bei seinem Papa und das ist jetzt auch kein absoluter Weltuntergang, aber ich fand die Vorstellung für mich total schlimm, wenn man dann da, ja, man hat gerade sein Baby geboren und muss dann da eine halbe Stunde liegen und abwarten und wird zugenäht und ja, hat sein Kind nicht bei sich. Das ist so unnatürlich. Das machen die bei dieser Kaisergeburt generell überhaupt nicht so. Also der Papa und das Kind bleiben bei einem bis zum Schluss. Nur ganz am Ende, wenn man dann umgelagert wird in das andere Bett, dann muss der Papa einmal kurz raus. Und das Baby bleibt aber in diesem Bonding-Top, auch beim Umlagern die ganze Zeit. Also es wird 0,0 niemals nie von der Mutter, beim Hautkontakt getrennt. Ich stelle es mir so vor, dass man total abgelenkt ist von der ganzen Nähsituation und OP-Situation, weil man hat eben sein Kind auf der Brust liegen. Es werden Hormone ausgeschüttet. Für mich sind diese ersten Minuten, ersten Stunden ganz, ganz wichtig für beide Seiten, auch so um so ein bisschen so Wochenbettdepression und so vorzubeugen. Ich denke, das stärkt ganz, ganz doll die Bindung. Es ist sogar schon möglich, in der Zeit mit Hilfe der Hebamme anzulegen, wenn man das möchte. Und ich bin ganz, ganz froh und so, so, so gespannt, ob es denn auch wirklich so ablaufen wird. Wie gesagt, ich werde euch dann davon berichten. Wenn man dann umgelagert ist in seinem gemütlichen Krankenhausbettchen, man ist ja dann genäht. Als ich die Ausbildung gemacht habe, wurden viele Frauen noch quasi geklammert oder getackert am Bauch. Deswegen habe ich da erstmal gefragt, aber es werden selbstauflesende Fäden benutzt. Dann kommt man mit seiner Familie quasi so ungefähr 2 Stunden in den normalen Kreissaal. Da ist nichts mit OP-Aufwachraum oder so, sondern man kommt in einen gemütlichen Kreissaal, darf sich da erstmal kennenlernen und erstmal ein bisschen ein Schlückchen trinken und kuscheln und stillen. Und dann irgendwann kommt auch mal ein Kinderarzt und fragt, darf ich Ihnen jetzt mal kurz Ihr Kind wegnehmen und einmal gucken, ob alles gut ist. Und dann wird da die U1 gemacht. Also Kaisergeburt. Das ist für mich was ganz Neues, was ganz Spektakuläres. Ich habe trotzdem noch wahnsinnige Angst irgendwie vor diesem Kaiserschnitt. Ich kann euch nicht sagen, warum. Aber meine schlimmsten Ängste wurden mir genommen und ich bin sehr, 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 sehr aufgeregt, aber freue mich auch einfach so, so doll. Wir werden dann auf ein Familienzimmer kommen und mein Mann wird die erste Nacht auf jeden Fall bei uns verbringen und dann werden wir mal sehen, dann muss er sich natürlich auch noch um die anderen Kinder kümmern und jetzt habe ich das Gefühl, ich könnte direkt losgehen. Guckt euch das mal an! Heidewitzka, Herr Kapitän. So, ich bin ganz gespannt auf eure Erfahrungen. Gibt es jemand, der schon mal eine Kaisergeburt hatte, dem eine Kaisergeburt bevorsteht, der Interesse daran hätte? Kennt ihr andere Kliniken, die das durchführen? Und habt ihr vielleicht bekannte Verwandte, die so eine Kaisergeburt durchführen lassen haben? Es gibt sogar Länderfälle, da besteht die Möglichkeit, dass die Mutter das Kind mit den eigenen Händen aus dem Bauch herauszieht,
Das ist in unserer Klinik nicht möglich, weil es eben, ja, man muss da ja auch steril arbeiten. Das ist eine offene Bauch-OP, deswegen lassen die das nicht zu. Ich bin aber auch froh drum, weil ich glaube, das ist mir dann doch eine Nummer zu heavy. Mal sehen, ob wir uns hier nochmal so sehen oder ob wir uns das nächste Mal mit Baby im Krankenhaus sehen. Ich werde auf jeden Fall die Kamera mitnehmen und werde euch so gut ich kann, so viel ich kann, dran teilhaben lassen. Wenn ihr neu hier auf dem Kanal seid und noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr auch hier bei mir bleibt und mich weiter stalkt, verfolgt in meinem jungen Mama-Leben mit drei Kindern unter 4 Jahren. Crazy as fuck. Hier passiert immer was Neues. Und ja, ich freue mich über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.